Nach dem Temperaturrutsch, den wir jetzt in den nächsten Tagen erwarten, kommt schon wieder das nächste Hochdruckgebiet und damit die Sonne zurück. Es wird allerdings nicht mehr so ungewöhnlich warm bzw. heiß wie im ersten Septemberdrittel. Das war zum Teil historisch. In Hamburg zum Beispiel ein neuer Rekord, was so die Tagesmitteltemperaturen angeht, über die ganzen 10 Tage gesehen. Ein sehr sommerlicher Wert von 19,0 Grad und der alte Rekord aus dem Jahre 2005 ist übertroffen worden. Genauso wie auch in Pirmasens. In Potsdam fehlte ein Zehntel Grad zum alten Rekord, in diesem Fall aus dem Jahre 1947. Und so einen richtig kalten Septemberstart, den haben wir vor 8 Jahren mal erlebt. Da war es schon richtig herbstlich. Und herbstlich wird es jetzt zur Wochenmitte zumindest mal vorübergehend mit einer kühlen Nord- bis Nordwestströmung. Schnell kommt allerdings am Donnerstag das nächste Hochdruckgebiet. Allerdings nicht mehr bei diesen hohen Temperaturen. Der Wetterwechsel geht ja dann vom Dienstag auf den Mittwoch bei uns vonstatten. Diese langgestreckte Regen- und Gewitterfront, die über weiten Teilen Europas liegt, die überquert auch Deutschland zum Mittwoch und bis zum Donnerstag hin. Dahinter setzt sich dann wieder das freundliche Wetter und das Hochdruckgebiet durch. Wir haben am Mittwoch vor allem im Süden Deutschlands noch teilweise intensive Regenfälle bei Gewittern, zum Teil mit Starkregen und lokalen Überflutungen. Dahinter wird es aber dann auch schon wieder deutlich freundlicher im Norden Deutschlands bei einem relativ kühlen und frischen Nord- bis Nordwestwind. Und hier bleiben die Temperaturen meist unter der 20-Grad-Marke. Sonst sind es 21 bis 25 Grad. Ähnliche Temperaturen auch am Donnerstag nach einer allerdings herbstlich frischen Nacht, oft mit einstelligen Tiefstemperaturen. Und am Tage haben wir dann verbreitet sonniges Wetter, lockere Wolken. Dichter sind die Wolken noch ganz im Süden. Hier kann es noch einzelne Gewitter und auch noch ein paar kräftige Regengüsse geben. Ansonsten aber schon bis zu 10 Sonnenstunden. Und am Freitag ebenfalls überwiegend freundliches Wetter bei angenehmen Nachmittagstemperaturen. Und so geht es auch weiter am Samstag. Sonntag und Montag von Westen her wieder durchwachsener mit Regenschauern und Gewittern. Bleibt aber relativ warm.